Mit dem Beginn des neuen Jahres hat auch der Tierpark Gotha ein neues Kapitel aufgeschlagen. Herzlichen Glückwunsch an Fachtierärztin Angelika Wimmer und Zootierpfleger sowie Zierpflanzengärtner Marc Mittelbach zu ihrer neuen Position. Denn seit dem 1. Januar 2024 sind die beiden die neuen Köpfe der zoologischen Leitung hier im Tierpark in unserer geliebten Kreisstadt. Geben Sie uns doch einen kurzen Einblick, wie die ersten Wochen als Duo verliefen. Also, ich bin Angelika Wimmer, Fachtierärztin für Zoowelt und Gehegetiere und bin seit langen Jahren in zoologischen Gärten, habe meine Erfahrung sammeln können, sodass ich die hier mit dem Marc einbringen kann als Duo. Und wir haben die ersten Wochen dazu genutzt, erstmal Arbeitsabläufe kennenzulernen, uns mit den Tieren zu beschäftigen, was haben wir für Tierarten, wie viele Tierarten haben wir. Wir haben eine Inventur gemacht im zoologischen Bereich, haben vieles aufgearbeitet, haben Futtermittelpläne erstellt. Ich als Tierärztin mache Prophylaxepläne. Wir müssen uns ja Gedanken machen, wie wir jetzt in den nächsten Monaten weiterverfahren, was wir an Konzepte entwickeln und so weiter. Wir haben langjährige Erfahrung im Bereich der veterinärmedizinischen Untersuchung von Tieren in Tierparks. Was bewegte Sie denn jetzt dazu, die Position der Tierparkleitung anzunehmen? Also als erstes muss ich sagen, habe ich ja Veterinärmedizin studiert, das ist richtig. Das natürlich durch den Fachtierarzt in dieser Richtung natürlich unterstützend, auch dass ich in den vielen Jahren, über 30 Jahren in den zoologischen Einrichtungen in europaweit und Drittländern unterwegs bin, im Zoo Erfurt viel Erfahrung sammeln konnte, familiär, dort praktisch in den früheren Jahren hineingewachsen bin, das praktisch mit meinem Vater gelernt bekommen habe und hier umsetzen kann in der Leitungsposition und nicht nur als Tierparkleiter, sondern auch als Tierärztin mich hier einbringen kann. Und da dieser kleine, süße Park uns beiden sehr am Herzen liegt und den möchten wir sehr gerne erhalten, erweitern und vieles noch verbessern und, sage ich mal, vervollständigen, was große Tierprojekte sind und Konzepte, sehen wir ja eine gute Aufgabe darin. Herr Mittelbach, auch Sie bringen langjährige Erfahrung mit, aus Erfurt überwiegend, Egerpark und Zoopark. Was veranlasste denn den Standortwechsel? Oh, das war tatsächlich eine Kombination aus verschiedenen Ereignissen, aber hauptsächlich die Herausforderung, die neue Aufgabe mit sich bringt. Also ich mag es tatsächlich, wenn ein Arbeitsplatz abwechslungsreich ist und das habe ich hier im Besonderen, weil ich auf der einen Seite natürlich viel im Büro habe, sprich die Führung der Tierkarteien, die Kommunikation mit anderen zoologischen Einrichtungen, ein bisschen die Personalplanung auch, beziehungsweise die Dienstberatung, aber auf der anderen Seite eben auch das Praktische. Das heißt, um eben, wie gerade angesprochen, die Arbeitsabläufe kennenzulernen, gegebenenfalls zu optimieren und eben auch ein gutes Miteinander mit den Arbeitern zu haben, bin ich draußen mit unterwegs und das ist eigentlich das Schöne, auch direkt vor Ort zu sein, zu sehen, wie ein Plan sich eben in der Realität verhält und gegebenenfalls das Ganze auch nochmal anpassen zu können. Also auf jeden Fall die Aufgabenfülle war es, die mich hierher bewegt hat. Und natürlich auch der interessante Tierbestand, was man mal erwähnen muss, dass Gotha doch einige Raritäten hat, die viele andere eben nicht vorweisen können. Jetzt möchte ich nochmal näher auf Ihre Zusammenarbeit eingehen. Wie nutzen Sie denn Ihre unterschiedlichen Fachgebiete und Erfahrungen, um den Tierpark Gotha gemeinsam erfolgreich leiten zu können? Also erstmal ist es meine langjährige Erfahrung, die ich einbringe auf meinem Bereich, was die Veterinärmedizin, die Sachkunde betrifft, dann auch als Prüfer für gefährliche Tiere in Thüringen unterwegs bin und natürlich logischerweise viel mehr Jahre schon in diesen Bereichen arbeite und Herr Mittelbach aber die Seite der Biologie besonders mit einbringt, die Zootierpflegerseite, auch des Praktischen, des Tierpflegers selber, das, was ich jetzt nicht so einbringen kann und natürlich noch die gärtnerische Geschichte. Dann haben wir die Zoopädagogik weiter im Auge, der Artenschutz, der Naturschutz und so weiter. Und da ergänzen wir uns und da sehe ich wirklich, dass wir ein super gutes Duo und Team sind in der Führung. Sie kündigten an, frische Impulse zu setzen und auch aktiv an der Gestaltung des Gotha Tierparks zu arbeiten. Gibt es denn schon konkrete Pläne für die Zukunft, die Sie uns verraten können? Inwiefern Sie hier das Zuhause der Gotha Tiere gestalten möchten? Ja, wir können nur so viel verraten. Wir sind ja gerade erst mal 4 Wochen da. Wir haben natürlich beide, wie jede Tierparkleitung auch, seine Tiere, die man unbedingt, sag ich mal, oder Tierarten, die man favorisiert und weiter hier erhalten möchte. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir definitiv an den Raubtieren festhalten wollen. Wir haben ganz viele Tierarten, die wichtig sind, die auch hier bleiben sollen. Wir setzen uns dafür ein.
Also alle aufzusehen, das schaffen wir jetzt nicht. Aber wir haben große Projekte vor, das kann ich sagen. Ist aber noch alles in der Planung und das kann man noch nicht alles so verraten. Aber wir sind dran, den Tierpark so zu erhalten und weiter, wie gesagt, zu intensivieren, dass jeder Besucher und jede Familie hier weiter glücklich sein wird und immer Freude dran hat, uns weiter so gut zu besuchen. Auch über das nächste Thema muss gesprochen werden. Die Haltung von Wildtieren ist ein kontroverses Thema im öffentlichen Diskurs. Wie rechtfertigen Sie denn die Haltung der Tiere im Tierpark? Und vor allem, wie gewährleisten Sie denn das Wohlbefinden und die Bedürfnisse der Tiere zu erhalten? Würde ich ganz gerne übernehmen. Also, wie schon erwähnt, genau, Tiere, auf Deutsch gesagt, ist heutzutage ein kontroverses Thema. Sprich, es bedarf einer gewissen Legitimation. Und das heißt einfach, man spricht eine Zootierhaltung von den vier Es. Ich habe erhalten, erleben, erlernen und erholen. Das sind so das, was man sich von einem Zoo verspricht, in verschiedenen Wertungen. Das heißt, für uns als wissenschaftliche Leitung dann ist tatsächlich eigentlich das Erhalten und das Erlernen am wichtigsten. Sprich, wir müssen eine gewisse Bildungsaufgabe erfüllen und eine Artenschutzaufgabe. Das ist unsere Daseinsberechtigung in der modernen Welt. Und das ist schon das, eigentlich das Kernthema eines jeden Zoos. Das heißt, wir halten die Tiere hauptsächlich, um Artenschutz zu betreiben und die Leute eigentlich darüber aufzuklären, warum sind denn eigentlich Tiere bedroht, was kann ich dagegen machen und wie ist eigentlich dieses Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch? Das heißt, warum ist Artenschutz auch für mich gut? Und das ist eigentlich wirklich unsere Hauptaufgabe. Das muss alles noch ein bisschen gesteigert werden in Zukunft. Da sind wir auch schon dran. Wie gesagt, sowas läuft über EEPs, sprich koordinierte Zuchtprogramme, teilweise in situ, teilweise ex situ Programme. Und das ist unser Hauptdaseinszweck. Und dann haben wir eben noch das, was uns die Besucher bringt, die natürlich auch ein immens wichtiger Faktor für uns sind, weil man muss von dem Gedanken verabschieden, Zoos arbeiten niemals kostendeckend. Wir versuchen einfach nur, es ist eine Artenschutzeinrichtung, die sich durch den Besucher finanziert. Zum Teil zumindest. Der Rest muss ausgeglichen werden, aber deswegen müssen wir dem Besucher natürlich auch etwas bieten. Und die anderen E's sind halt das, was der Besucher gerne möchte. Der kommt natürlich auch, um zu lernen, aber man kennt das von einem Kind, das schreit natürlich nicht, ich möchte jetzt unbedingt was lernen, sondern es will was erleben. Das bieten wir zum Beispiel mit den Spielplätzen oder indem man eben auch Tiere zeigt, die nicht bedroht sind, die eben dann sozusagen eben, ja, was für die Kinder sind, dass sie was erleben können. Und die möchten sich natürlich auch erholen. Das heißt, ich habe eine gewisse Atmosphäre. Der Tierpark hat ein wunderschönes Gelände mit dem kleinen Bachlauf durch und den Bäumen. Also wir sind eine kleine Ruheoase, wo die Leute sich eben aus dem hektischen Alltag auch eben hinflüchten können. Genau, und das ist letztendlich die vier E's, ist unser Grundpfeiler sozusagen, unsere Daseinsberechtigung in der Moderne. Um den Tierpark langfristig zu erhalten. Genau. Gutes Stichwort, wo sehen Sie denn den Tierpark in 5 bis 10 Jahren? In der Zukunft. Also das knüpft eigentlich an unsere Projekte an, ja? Weil wir ja wirklich mit einem Architekten uns zusammensetzen und weitere Projekte entwickeln. Und da, wie wir es schon erklärt haben, werden wir auch in Richtung Tierschutz, Natur- und Artenschutz, das muss ich immer wieder betonen, uns Gedanken machen, vielleicht uns von 1, 2 oder 3 Tierarten zu verabschieden, um anderen mehr Platz zu geben, um noch mehr Tierschutz zu betreiben, weil man kann nie genügend Platz einem Tier geben, das muss man sagen. Also wir haben zwar Richtlinien und genau die wollen wir umsetzen oder müssen wir auch umsetzen, da sind wir auch dran interessiert. Die Aufgabe ist es nur, so weiterhin attraktiv zu gestalten, damit wir allem gerecht werden. Und da gibt es Projekte und die werden wir machen, aber es wird vielleicht in Zukunft, das haben wir ja bei den Vögeln schon besprochen, dass wir uns vielleicht von einigen Arten trennen, aber die anderen viel mehr Platz bekommen. Ja, das sind unsere erstmal in den nächsten Jahren. Ich würde das erstmal so sagen, die nächsten Jahre. Mhm. Und da spielen natürlich auch immer die Unterstützung, die Wirtschaftlichkeit und natürlich die Finanzen eine ganz große Rolle, weil Wünsche haben wir alle. Aber wir müssen es ja auch umsetzen können. Absolut. Wenn wir aber beim Thema Zukunft sind, gibt es denn spezielle Events oder Veranstaltungen, auf die sich alle Tierliebhaber in und um Gotha in der nächsten Zeit freuen können? Also ganz kurzfristig kann ich dann auf jeden Fall unser Ferienprogramm so ein bisschen in den Fokus legen. Sprich, während der Winterferien wird es Führungen geben. Eine davon macht Angelika selber, eine mache ich selber zu verschiedenen Schwerpunkten. Während sich Angelika natürlich auf die veterinärmedizinischen Sachen bezieht, werde ich ein bisschen durch unser Vogel- und unser Terrarienrevier führen. Da geht es eben auch darum, die Tiere einmal ein bisschen haptisch erleben zu können. Also ich kann sagen, bei meiner Führung dürfen sie auf jeden Fall auch mal was in die Hand nehmen sozusagen. Es gibt einige Tiere, die an den Kontakt mit Menschen gewöhnt sind. Also die das auch gerne mitmachen und so kann man eben vor allem Kinder auch die Natur ein bisschen näher bringen, so ein bisschen Faszination wecken, vielleicht auch ein bisschen Ängste nehmen und ja, ich sage einfach, beim Tier gibt es im Detail immer sehr, sehr viel zu entdecken. Stichwort ist unsere handsame Vogelspinne, die wir dann vorführen können zum Beispiel. Mhm. Ist nicht jedermanns Sache, aber da kann man auch, Genau. Eine Schildkröte in die Hand nehmen.
mit mir werden die Kinder auch ein Stethoskop mal bekommen, wo sie mein Tier abhören können. Ich werde in meiner Führung wirklich mal erklären, wie wichtig das ist, dass ein Tierarzt, was ein Tierarzt macht in einem Tierpark oder so. Das ist ein Unterschied, ob ich privat eine Katze oder einen Hund habe, die ich anfassen kann. Von der Seite würde ich vieles gerne erläutern und da freue ich mich drauf. Das haben wir schon mal gemacht vor Jahren, das ist sehr gut angekommen. Und die Kinder einfach oder die Jugendlichen mit einbinden. Ja. Weiterhin können wir sagen, haben wir natürlich unser Veranstaltungsprogramm, das ist klar, wird auch noch veröffentlicht. Also Ostern zu jedem Feiertag ist ja was, Halloween bleibt erhalten, das Tierparkfest. Also es gibt ganz viele Veranstaltungen und natürlich machen wir uns Gedanken, was wir noch zusätzlich anbieten können und würden dann immer davor vielleicht das Event bekannt geben noch gezielter. Auf der Webseite. Natürlich, auf der Webseite. Natürlich sind wir auch immer offen für Schulen oder für spezielle Führungen, die angemeldet werden können. Okay. Wir sind offen dafür, wir wünschen uns das, um noch viel mehr Familien und Kinder und Jugendliche mitzunehmen. Sehr schön. Sie haben es gehört, die Türen stehen offen des Gotha Tierparkes. Ich bedanke mich bei den beiden und wünsche für die Zukunft alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank.